Straße zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht-Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr. Ich wünschte, du würdest das verstehen. Wir versuchen nicht, dich auszugrenzen oder mundtot zu machen, wie du behauptest. Ich weiß, du hast all das im Eifer des Augenblicks gesagt, aber selbst wenn du es nicht so gemeint hast, es tat weh. Deine Erfahrung ist für uns von unschätzbarem Wert, deswegen wurde ich überhaupt gebeten, dich anzuwerben. Wir sind keine Kinder und wir können deinen Standpunkt nachvollziehen. Aber wir sind schlicht anderer Meinung. Der Rat hat mich gebeten, dir vorzuschlagen, eine Zeit lang den Treffen fernzubleiben, da sie dich derzeit nicht für sehr hilfreich halten. Ich werde es nicht tun, da ich dich immer noch liebe und weiß, wie sehr es dich erbittern würde, vom Rat ausgeschlossen zu sein. Aber auch ich halte deine fatalistischen Ansichten für wenig hilfreich. Ich bin im Begriff, nach Clermont-Ferrand aufzubrechen, um die dortige Bibliothek nach dem Pestilentiarii zu durchforsten, so wie es beim letzten Treffen besprochen wurde. Aber bis zur Bonfire Night bin ich wieder zurück. Ich rufe dich dann an, damit wir uns das Schauspiel von Ellie Pally aus ansehen können. Es ist schon lange her, dass wir einen Abend zusammen verbracht haben und ich bedauere das sehr. Steh auf! Eine Horde von Pestbeulen kommt auf dich zu. Du hast nur wenig Zeit, um dich vorzubereiten. Jetzt los! So, und damit willkommen zur nächsten Folge von Zombie. Ja, in der letzten Folge waren wir aber im Supermarkt und jetzt schauen wir mal, was ist denn unser nächster Auftrag? Steuerung, genau. Erstmal kurz gucken, im Rucksack habe ich ja noch so ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Die würde ich gerne mitnehmen zum Sichern, zum Beispiel den Molotow, falls mal irgendwie so eine riskante Situation wieder kommt. Ja, die Bretter auf jeden Fall, um irgendwas zu verbarrikadieren. So, ich würde mal sagen, wir starten schon mal die nächste Mission und wir haben jetzt einen Hammer und können sogar denn einen Raum hier öffnen. Klasse, gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar! Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Warte mal, habe ich Muni mit? Ich muss Munition mitnehmen. Das Safehouse ist auf jeden Fall in Gefahr hier. Warte mal, wie switche ich das Ganze? Das ist mein Rucksack, das ist okay. Nee. So, ganz schnell switchen. Den Molotow muss ich darauf setzen. So, perfekt. Ne, mach die Tür an. Der lebt ja immer noch. Okay, weg. Weg mit dir. Oh. Kommt jemand durch die Tür durch. Oh Gott. Komm, nachher. Komm, hab ich was drin? Okay, Munition, das brauche ich. Hey, kommt jetzt alle. Du hässliches Viech, komm weg mit dir. Oh, komm. Okay, nächster ist auch weg. Da ist einer. Ah, Mist. Okay. Oh Gott. Echt nicht so leicht hier mit dem Schießen, ne?
Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man Sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was Ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Okay, was ist hier drin? Nichts. Warte mal. Hier ist noch einer. Was ist hier drin? Nichts. Ist hier noch irgendwas, was ich nehmen kann? Ach, hier. Nichts. Okay. Oh Gott. Okay, schnell nachladen. Die Tür ran. Okay, was hast du Schönes? Sprite, okay. Komm, das machen wir einfacher. Nicht so viel Money verschwenden. Gut gemacht. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Ja, ich brauche jetzt noch Money. Ich kann nicht alles machen. Warte mal, sind die da oben? Oder hier unten? Verdammt. Oh, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Nein, ich komm hier nicht weg. Scheiße. Du lebst noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Das war's. Die Luft ist rein. Mach eine Pause. Du hast sie dir verdient. Ja, ich definitiv. Leg dich hin. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Oh Gott, das war wieder viel zu knapp. Ich werde erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Ja, das ist keine schlechte Idee. So, warte mal, hier war das genau. Hier kann ich die Tür aufmachen. Gucken, was hier da ist. Kleine Bannerecke. Schick. Aufheben. Ach, Bretter. Eine Keycard. Okay, Tür mal kurz ranmachen. Warte mal. Ah, warte mal. Wie kann ich mal scannen? Ein. Ah, hier. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ne, ich glaube, das ist. Warte mal. Tür geöffnet. Okay. Ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Ne, hier kann ich eh nicht lang. Okay, rauslassen will er mich auch nicht. Gut, dann gehe ich erstmal zurück. Habe ich die hier schon durchsucht? Bretter? Okay, mehr Licht ist scheinbar nicht. Dann gehe ich hier mal zu. Ah, das ist bestimmt die Keycard für da hinten für die Tür. Das wird einiges erklären. So. Gucken wir mal. Was habe ich hier? Eimer, Bretter. Packe ich weg. Warte mal.
Nein, jetzt habe ich die rausgenommen. Einmal Bretter nehme ich mit, einmal das. Und einmal was zum Heilen auf jeden Fall. So, einmal safen. So, dann würde ich sagen, hier soll ich hin. Okay, dann machen wir das. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt. Okay, einen Moment. Das muss ich ganz kurz mal anpassen. Das ist echt nicht optimal irgendwie. 60. Ich hoffe, man kann auch alles sehen. Oder ich kann es auch auf 65 machen. Weil bei mir sieht das gerade etwas hell aus. Hier kann ich was aktivieren. Henry Green. Market Street. Okay, das kann ich später auch machen. Was hier? Waffen? Munition? Heilung? Sprudelwasser? Ah, da sehe ich, was es noch zu holen gibt. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. So. Und dann mal auf zum Buckingham Palace. Nein, warte mal, ich soll die andere Richtung laufen. Okay, dann mache ich das auch. Kein Problem. Wie plötzlich einfach der Generator verschwindet. Der Sound absolut... Boah. Gänsehaut. Achso, das ist das, was gepinkt war. Okay, gut. Bei dem Spiel ist das so. Im ersten Moment siehst du, es ist alles in Ordnung. Im zweiten Moment merkst du, es ist einfach gar nichts in Ordnung. Komm her, du Ratte. Komm her. Ah, okay, das wird nichts. Schade. Oder hält die irgendwo an? Nee. Warte mal, hier war was. Achso, ich hätte oben drüber klettern können. Alles klar. Hui. Da hinten soll ich lang? Okay. Ab hindurch. Keycard. Perfekt. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Okay, 5 Schuss habe ich noch. Zeitung. Oh, da steht einer. Da. Ja, die Tür will nicht zugehen. Ist hier noch irgendetwas?
Nee, hier ist nichts. Aber hier war auch noch eine... Nee, hier komme ich gar nicht durch die Tür. Okay, wo geht's jetzt hin? Unter der U-Bahn? So, Licht mach ich mal aus. Nicht, dass ich gleich wieder alle Zombies hier trigger. Ja, verzeihung, die Zügel. Achso, die fahren doch alle. Nichts ist gecancelt. Alles klar. Okay. Ach gut, der Service steht ja auch noch. Auch nicht schlecht. Ja, nichts zu fressen. Alles schon geplündert. Hier gibt es halt wirklich nichts zu plündern, ne? Kann ich kaum glauben. Hier irgendwas? Okay, da ist eine Tür. Dann gehen wir mal hier durch. Erreiche den Eingang des königlichen Bunkers. Erreiche die Tore des Buckingham Palace. Okay. Direkt wieder erstmal scannen. Das werde ich ziemlich oft machen, weil ich, wenn möglich, so viele Gegenstände haben möchte wie möglich. Boah, der Anblick, das stinkt ja schon richtig hier. So düster. Oh, hier ist die Kamera. Okay, hier komme ich bestimmt nicht durch. Nein. Aber hier. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch versetzen, dass sie jede Menge Waffen und Munition bunkert. Was hast denn du Schickes? Oh, Munition. Das gefällt mir. Oh Gott. Geh doch down! Liegt der hier um die Ecke direkt. Okay. Hier soll ich wahrscheinlich durch, aber ich guck mal hier hinten auch noch. LOL. Okay, kann man auch durch. Er ist verschlossen. Okay. Da weiß ich nicht, ob ich dann wieder weitergehen kann. Dann gucke ich erstmal hier. Achso, Dietrich erforderlich. Keine Ahnung, von wo man den bekommt. Nee, das sieht doch schon aus wie eine Falle. Ja, ja, wie oft soll ich denn noch auf die Tür? Okay, er ist down.
Munition, das ist gut. Auf nach oben. Okay, ich muss noch mal nach unten gehen, weil ich sehe gerade, unten, da gab es so einen Tunnel. Den habe ich jetzt schon wieder fast aus der Sicht vergessen. Nee, warte mal. Gibt es zwei Tunnel? Nee, ich muss dafür doch hoch. Nee, nee, alles richtig, mein Fehler. So, wieder hoch nach oben. Oh, das ist bestimmt alles wieder Ratten. Ah, okay. Hier ist bestimmt wieder so ein Kellerding. Zum Sammeln? Nee. Boah, ist das düster. Okay, machen wir den schon mal auf. Oh, da haben wir es auch schon. So, zurück möchte ich noch nicht, weil ich habe ja noch Platz in den Taschen. Oh, das ist aber auch sehr düster gehalten hier. Hier kann ich nichts suchen. Okay. Dann wieder auf nach oben und ab durch die eine Tür da. Okay, hier oben sehe ich immer noch was. Oh, Regen. Mal ein entspanntes Wetter. Hier endet die Folge aber noch lange nicht. Mensch, das hier wird eine Doppelfolge. Mensch, nee. Nee, wir hatten das Licht hier schon wieder weggemacht. Oh, ja, ja, ja. So. Das war der Stelle. Dann gucken wir doch direkt mal hier. Bis. Direkt hin. Gut, da weiß ich immer, wo du langläufst. Gar nicht so lange, dass ich dann habe. Das Wetter scheint mir ein bisschen laut rüberzukommen. Also schon extrem. Der Donner, der knallt, aber richtig. So, da hinten müssen wir hin. Ui, hier ist ordentlich was los. Ist hier irgendwo nicht so ein Verteilerkasten? Reichweite 20 Meter, okay. Okay, dich kann ich doch schon easy wegklatschen hier, ne? Achso, die Wache hat vergessen, dass er keine Wache mehr hat. Dein Dienst ist quittiert. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Was? Kommen hier noch mehr? Bitte nicht. Es kommen einfach noch mehr. Komm, dann schnell. Komm, einmal hier rein. Weg ist er. Ah,
glaube, das war vielleicht ein bisschen zu stürmisch sogar. Ich dachte, es wäre safe und das wären bloß wieder diese Ratten, aber nein. Es ist doch wieder Zombie-Horde raus geworden. Also so eine kleine Gruppe, würde ich mal sagen. So, da oben komme ich bestimmt nicht so hoch. Gut, dann knack ich mal die Tür hier auf. Au. Oh mein Gott. Es kommt direkt wieder welche, oder? Ach, hier hinten geht das auch noch lang. Okay, hier gibt es bestimmt so einiges. Was? Ernsthaft? Ihr kommt das nicht durch, oder? Oh, eine Waffe. Was für eine ist denn das? Okay, die hau ich mit da drauf. Dann hau ich mit die da drauf. Was ist denn das? Oha. Das sieht... Oh, der kommt echt rein. Okay, Waffentest, Waffentest. Oh, die ist schön leise. Nee. Dich mach ich so. Okay, Türe wieder ran. Lol, aber was ist das denn für eine geile Waffe? Springfield oder was? Nee. MK1 Karabiner. Okay. Warte mal, die braucht bestimmt noch andere Muni, ne? Oh. Mal gucken. Ah, Mist. Ich hätte mir die, glaube ich, vielleicht ein bisschen aufsparen sollen. Ach, das, was die Wache bestimmt mal nutzt. Okay, Higgs Bretter. Zeitung. Okay, da scheinen einige Kameras defekt zu sein. Aber die Uhrzeit passt noch, ne? So ein bisschen. So, hier ist ein Serverkram aufgebaut. Keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Palastkomplex. Den habe ich gescannt, okay. Den auch. Ich höre hier doch mal so einiges. Kann ich das auch machen? Nee. Gibt's doch bestimmt... Oh, oh, ja. Ja gut, dann nehme ich das auch mit. Ist eine gute Idee. Aber räum mir nicht die Ohren voll, wenn dir schlecht wird. Okay. Aber es sind Ratten. Da kann man auch nicht nein sagen. So, da haben wir einen. Okay, dann nehmen wir dich zuerst aufs Korn hier. Eine Plage weniger. Sieh dir die armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Oh mein Gott, hilf dir bitte. Selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Nee, nee. Okay, ist eine Kiste. Karabiner-Muni. Ich habe keinen Platz mehr, oder? Ernsthaft?
Okay, ich kann was. Mittelwarnung kann verdorben sein. Durch den Verzehr kann die Lebensenergie aufgefüllt werden. Ist es allerdings verdorben, verliert man etwas Leben. Ja, dann würde ich mal sagen, Gönnung. Okay, ist wie am Lotto. So, jetzt kann ich aber die Muni mitnehmen. Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüss. Oh, weg mit dir. Der ist aber übelst krank gewesen. Alter. Feuerkraftaufwertung. Das kann ich an der Wegbank machen. Die Taschen sind so ziemlich voll. Ach komm, ich kann mir noch ein bisschen hier rein drücken. Was? Oh, dann Helm. Krieg ich den? Okay. Nein. Die halten ja viel zu viel raus. Der hat ja ordentlich getankt hier. Gut, da liegt auf jeden Fall einer. Und weg ist er, komm. Oh, eine Kiste. Die hat er gar nicht gescannt gehabt. Okay, voll doch wahrscheinlich nicht. Komm, du fackel mal ganz in Ruhe ab. Dauer schon. Pupil Order, please. Ja. So wie es aussieht schon. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Okay, sieht nicht danach aus. Warte mal, hier hinten will ich aber auch nochmal kurz hingucken. Oh. Ich musste da hinten hin. Ich gucke erstmal. Abgeschlossen, was? Ah, okay. Mach nichts. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Ich habe einen Hammer. Also muss ich doch eine Lampe abgeben. Wie mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Ja, leider bist du es ein bisschen so doll, dass ich kaum erkennen kann. Oh, meine Chance. Da. Ohne Witz. Das Pad ist so nützlich. Du kannst einfach pingen und siehst dann, ob irgendwo was kommt mit einem Pfeil. Okay, er hat noch einen Molotow. Oh, Geschützmuni. Kann ich das auch mitnehmen? Nee, leider nicht. Ich werde wieder von irgendwo angelaufen. Oh, wieder so einer. Komm, geh weg. Geh weg. Ugh.
mach dich. Was? Oh mein Gott. Ach nee. Da ist auch viel zu viel ein. 14 in der Nähe ist ein Raben unterschlüpft. Vielleicht findest du da, was du brauchst. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein, die Viecher nehmen mich ja jetzt schon wieder hier auseinander. Den Rest nehme ich mit. Da habe ich wieder keinen Platz. Okay, nehmen wir das. Komm, nehme ich mir das auch. Das sind hier zwei Plätze. Nehme ich das mit. Komm, die nehme ich auch mit. Ah, da haben wir das schon. Ah, das sind die Safe-Räume hier. Kein Gummi. Irgendwas zum Lagern? Auch nicht. Okay. Ich würde sagen, ich gucke jetzt hier nochmal an der Werkbank nach. Ich kann da auf Aufrüstungen machen. Keine Ahnung, oder wird. Okay, das kann ich auch aufrüsten. Ach, so ist das. Warte mal, da muss ich mal was gucken. Nein. Ah, doch, doch, doch. Alles richtig. Nein. 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 Ah, Fähigkeiten. Waffen? Hat das gestiegen? Also kann ich die nicht verteilen. Okay. Kennung. Oh, 63 Viecher schon gekillt. Nein. Genau. Nein, das will ich nicht wissen. Schussfrequenzaufwertung. Waffenaufwertung erhöht die Schussfrequenz aller Waffen des gleichen Modells erheblich. Zum Beispiel Aufwertung aller MK1 oder aller Modell 770 Karabiner. Kann nur an einer Werkbank gekocht werden, okay. Das verringert die Streuung aller Waffen des gleichen Modells erheblich. Verstärkt die Feuerkraft aller Waffen des gleichen Modells, okay. Ah, okay, das ist nur für AKs. Ich weiß nicht. Muss ich hier irgendwas aufrüsten? Eigentlich die Feuerkraft, ne? Für die Pistole. Komm. Einmal auf Feuerkraft. Gut. Die restlichen nehme ich mir noch auf. Weil, wenn es die Pistole gibt, dann noch diesen Karabiner, dann gibt es ja auch wahrscheinlich noch mehr. Ich meine, wenn da schon was von der AK steht. So. Auf einen neuen Tag.